Heute sind wir in der Residenzstadt Sondershausen, wunderbare Stadt mit viel Tradition. Die Landesmusikschule ist hier, zeigt einfach, dass wir ganz nah dran sind. Heute mit der auswärtigen Fraktionssitzung, Gespräch mit dem Bürgermeister, mit Steffen Grimm, mit einem engagierten Abgeordnetenkollegen Stefan Schardt, der uns seine Region, seine Heimat zeigt. Wir haben mit Handwerkern über die Frage von Fleiß und Leistung in unserer Gesellschaft gesprochen, mit kommunalpolitisch Verantwortlichen über die Frage, wie wir eine bessere Finanzierung für unsere Kommunen hinbekommen und damit eben auch die Lebensqualität im ländlichen Raum steigern. Das war uns heute wichtig und es ist eine spannende auswärtige Fraktionssitzung. Und genau darum geht es uns, nämlich die Besonderheiten in den jeweiligen Regionen wahrzunehmen, aufzunehmen, auch die besonderen Probleme in den Regionen in den Blick zu nehmen und natürlich dann auch diese Probleme, diese Anliegen der Bürger in ganz Thüringen lösen zu können. Deshalb bin ich froh, dass wir heute hier sein können, in Sondershausen. Und ich denke, das wird auch eine besondere Rolle spielen in unseren Terminen, die dann noch folgen werden im Wahlkampf und natürlich auch insbesondere darüber hinaus.